Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch unser Leserundenbuch für den Februar vorstellen. Ja, im letzten Stream haben ja Jackie und ich wieder mit euch zusammen darüber abgestimmt, welches Buch wir im Februar lesen wollen. Und diesmal war die Entscheidung gar nicht so einfach, denn es ist ein bisschen schwierig gewesen, irgendwie sehr interessante Fantasy-Neuerscheinungen der letzten 2, 3 Monate zu finden. Also im Februar selber erscheinen jetzt schon einige interessante Bücher und dann ab März wird es dann richtig schwierig, sich dann wieder entscheiden zu können. Aber jetzt so Januar, Dezember, November schon fast, war ein bisschen schwierig für uns. Deswegen ist unsere Wahl auf ein Buch gefallen, das im Dezember 21 erschien, aber das wir auch schon mal auf der Liste zur Auswahl hatten als Leserundenbuch, nämlich für den Januar. Und zwar ist das Hartlikör von Marie Grasshoff. Der Geschmack der Nacht. Das ist der Auftaktband zum Food Universe und ist aber, soweit ich weiß, unabhängig von den anderen, also beziehungsweise nicht unabhängig, aber so lesbar, dass man den ersten Band dann auch gut abschließen kann und man ihn einzeln stehen lassen könnte und jetzt nicht unbedingt dann weiterlesen muss. Das ist ja immer ganz praktisch bei uns in der Leserunde, wenn wir jetzt nicht haufenweise rein anfangen dabei. In Hartlikör geht es um Taiko. Die ist Nachfahrin alter Götter und übermenschlich stark, besonders wenn sie Alkohol trinkt. Da bietet es sich natürlich wahnsinnig an, dass sie als Barkeeperin in New York arbeitet und sie kann sich dort auch gleich mal gegen alle möglichen zwielichtigen Typen verteidigen. Damit aber niemand was von ihrer Herkunft erfährt, muss sie sogar ihre Freunde auf Abstand halten, besonders auch sogar ihren Kindheitsfreund Logan. Und dann taucht aber jemand in ihrem Leben auf, der behauptet, er würde ihr Geheimnis kennen, nämlich die geheimnisvolle Grayson. Zu allem Überfluss wird dann kurz darauf Taiko auch noch von einer geheimnisvollen Sekte entführt, die ihre Kräfte für sich haben möchte. Und Taiko bleibt dann nichts anderes übrig, als ausgerechnet Grayson zu vertrauen. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf das Buch, muss aber zugeben, ich hätte das Buch wahrscheinlich ohne die Leserunde nicht gelesen. Denn ich mag zwar die Bücher von Marie Grasshoff sehr, sehr gern, aber hier muss ich sagen, klingt der Klappentext wirklich nach einer Ausgangssituation, die nicht mein Fall sein könnte. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mir im Endeffekt gefallen wird. Ich freue mich daher auch sehr auf die Leserunde und auf den Austausch mit euch. Wir machen das genauso wie in den letzten Leserunden auch. Ich werde euch unter diesem Video in den Kommentaren die einzelnen Abschnitte hinschreiben und wir tauschen uns dann in den Antworten zu diesem jeweiligen Kommentar aus, da man diese Antworten aktiv anklicken muss und sich so nicht aus Versehen spoilern kann, als wenn wir das jetzt so in die Kommentare schreiben würden, weil das sieht man ja dann immer gleich. Und da das bis jetzt immer so wunderbar funktioniert hat, behalten wir das einfach bei. Der Livestream zu diesem Buch wird dann wieder Anfang März stattfinden, höchstwahrscheinlich wieder am 1. Märzwochenende, am Sonntag um 10 Uhr. Ich werde das Datum aber dann nochmal zu gegebener Zeit unten in den Kommentaren anpinnen, als ersten Kommentar quasi, damit man es gleich sieht. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes, als uns eine wunderbare Leserunde zu wünschen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch und hoffe, dass wir wieder ein ganz tolles Buch für uns entdecken können. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Ihr könnt auch immer einsteigen, wann ihr wollt. Also wir lesen alle in unserem eigenen Tempo. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, in der einen Woche müssen wir jetzt einen Abschnitt gelesen haben oder 2 oder 3, sondern wir lesen hier alle hintereinander weg. Manchmal sind wir dann zum Livestream halt auch noch gar nicht fertig, also zumindest nicht alle. Aber wir haben ja immer einen spoilerfreien Teil bei uns im Livestream und einen Spoilerteil. Das heißt, selbst wenn man noch nicht fertig ist mit dem Buch, kann man auch beim Livestream am Anfang mitmachen. Und ja, ich wünsche uns allen sehr viel Spaß und hoffe, wir sehen uns dann im Livestream wieder oder in einem meiner nächsten Videos. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.